Warum sammeln wir Filme? Ist eine Filmsammlung nicht ein überflüssiges Relikt? Wirkt es nicht aus der Zeit gefallen? Denn vorbei ist die Zeit der Videotheken und das Ausleihen von VHS, DVDs oder Blu-rays. Denn fast jeder streamt heutzutage, nicht wahr? Aber gibt es nicht vielleicht doch ein paar gute Gründe für das Sammeln von Filmen? Vor etwa 20 oder gar 10 Jahren war die eigene Filmsammlung etwas ganz Besonderes. Was damals Bewunderung bekam, wird vor allem bei der jüngeren Generation belächelt. Warum sollte man sein Wohnzimmer mit so vielen Staubfängern zumüllen? Doch was hat es mit dem Sammeln und Besitzen auf sich? Ich möchte euch gerne auf einen kleinen philosophischen Exkurs über das Sammeln mitnehmen und zum Nachdenken anregen. Dafür habe ich mir etwas Unterstützung von anderen Sammelfans geholt. Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Special hier beim Discflüsterer. Wir leben in einer schnellen und lauten Welt. Wir bekommen jeden Tag eine gewaltige Flut an Informationen geliefert und diese beeinflussen uns. Sie bewirken, dass wir Entscheidungen für etwas oder gegen etwas treffen. Die Unterhaltungsbranche ist da keine Ausnahme. Ständig werden wir damit konfrontiert, was neu ins Kino kommt oder fürs Heimkino veröffentlicht wird. Was sollte man gesehen haben oder auf was sollte man lieber verzichten? Jedoch, was wird uns denn eigentlich vorgeschlagen? Es wird das geguckt und konsumiert, was einem angeboten wird. Bei Netflix, Amazon und Co. drücke ich schnell eine Taste und kann auf eine Empfehlung klicken und den Algorithmus entscheiden lassen. Meistens sind die Top 10 bei Netflix und Amazon Prime Produktionen, die nach Drehbuch Schema F geschrieben wurden, um möglichst schnell bunt und rasant daherkommen. Ja, es gibt auch Ausnahmen wie The Irishman oder Marriage Story bei Netflix, aber wenn man sich anguckt, was aktuell in den Top 10 zu finden ist, dann spricht es eine klare Sprache. Masse statt Klasse. Jedoch entsteht ein Gefühl von, ich muss den Film oder die Serie angucken, ich will nichts verpassen, ich möchte mitsprechen können. Man könnte also behaupten, es wird in gewisser Weise vordiktiert. Möchte ich mich aber auf die Suche begeben und einige Schätze der Filmkunst finden, muss ich selbst aktiv werden. Gebe ich Fellini, Bergmann oder Kurosawa ein, so wird mir bei den Streamingdiensten nicht viel angeboten. Testen wir es doch mal aus. Gut, wenn es nicht die Klassiker der Filmgeschichte sein sollen, wie sieht es denn mit Trashfilmen aus? Geben wir doch mal The Burning, brennende Rache aus den 80ern ein. Und ihr seht, nichts da. Die Auswahl von Filmen ist auf Streaming-Plattformen sehr limitiert. So kann man es nicht anders sagen. Dieser Trend scheint sich auch gerade in eine sehr ungute Richtung zu entwickeln, denn immer mehr Inhalte verschwinden von den Plattformen. Jeder Content, der auf einer Streaming-Plattform angeboten wird, kostet den Studios Geld. Aus dem Grund hat zum Beispiel Disney bestimmte Inhalte entfernt, um sie von der Steuer abzusetzen. Wenn man seine Filmsammlung aufgibt, dann ist es eine Entscheidung für ein sehr limitiertes Angebot. Ihr werdet in eine Box gesteckt und der Algorithmus der Streamingdienste glaubt euch zu kennen und eure Vorlieben zu wissen. Dementsprechend werden euch nur bestimmte Filme vorgeschlagen. Die Möglichkeit, Filme durch physische Datenträger zu finden und somit neue Werke anzusehen, ist enorm groß. Aus dem Grund werden Streamingdienste allein nie die einzige Option für mich sein. Es ist wichtig, seinen Horizont zu erweitern und immer wieder mal auszubrechen. Hätte ich nur auf die Algorithmen von Amazon, Netflix und Co. vertraut, hätte ich nie Wim Wenders Paris, Texas oder Ingmar Bergmanns Persona entdeckt. Oder den japanischen Film Onibaba hätte ich nie gefunden. Diesen Film gibt es auch nirgends online zu kaufen oder zu streamen. Kommen wir nun zurück zur eigentlichen Frage, aber warum sammeln wir? Jede Entscheidung für einen Film ist auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen einen anderen Film. Der Besitz und das Konsumieren eines Films verändert einen Menschen. Das Werk schreibt sich in die eigene Identität ein und wird somit Teil einer Nähe und persönlichen Wunschwelt. Eine Filmsammlung oder auch eine Topliste ist nichts anderes als ein Identitätsprofil. So sorgt das volle Regal für Gesprächsstoff und sagt eine Menge über den Besitzer und dessen Persönlichkeit aus. Doch Filme auf Scheibe sind noch mehr als das. Filme haben als wertvolles Medium unser Leben im 20. Jahrhundert dokumentiert. Gehen wir davon aus, dass das Medium Film auf Scheibe irgendwann aussterben sollte, so ist ein Sammler als Held zu verstehen. Ein Bewahrer der Kultur und der Menschheitsgeschichte. Denn Vergänglichkeit, die Endlichkeit ist in unserem Leben und somit in jeder Kunstform zu finden. Aus dem Grund ist es auch gesünder, nicht zu glauben, dass man alles bewahren und sehen kann.
Da unsere Lebenszeit so kostbar ist, ist jede Entscheidung umso wichtiger und will gut überlegt sein. Gehe ich zum Beispiel in ein Kaufhaus und stehe vor dem Regal und ich darf nur einen Film aussuchen, so muss diese Entscheidung wohl überlegt sein. Ja, natürlich ist der Aufwand viel größer als beim Streaming. Denn der Weg zum Kaufhaus, das Suchen und Finden eines Films, das Bezahlen an der Kasse und der Rückweg zu Hause ist schlichtweg aufwendiger. Aber dass ich hier Werke, sogar Filmjuwelen entdecke, von denen ich noch nie etwas gehört habe, macht einfach Spaß. Ich habe das Gefühl, dass Kaufen und Sammeln von Filmen mich erdet. In der Zeit, in der ich meine Shoppingtour mache, sowie das Aussuchen eines Films, hätte ich schon fast zwei Filme auf Netflix gucken können. Jedoch habe ich bei Netflix und Co. meistens das Gefühl, eine Ewigkeit damit zu verbringen, mir etwas Passendes auszusuchen. Irgendwie strengt mich das Ganze sehr an. Die Oberflächen der Streaming-Anbieter wirken vollgestopft und unübersichtlich und nach 10 bis 20 Minuten habe ich meistens keine Lust mehr, etwas anzugucken. Dagegen, einen Film im Regal zu finden und das Frontcover zu bestaunen und sich dann gemütlich die Scheibe in den Player einzulegen, hat etwas davon, Filme zu zelebrieren und gibt mir ein echtes und einzigartiges Filmerlebnis. Es ist das Produkt dieses einen Blu-ray-Labels, was mich begeistert und zum Anschauen und Sammeln anregt. Glücklicherweise können wir nun auf eine stolze Vielfalt von Boutique-Labels zurückgreifen und die Zukunft scheint sich auch in diese Richtung zu entwickeln. Das Sammeln wird mehr und mehr zur Nische. Aber gut, hört es nicht nur von mir, was sagen denn eigentlich andere zu diesem Thema? Ich habe ein paar Personen eingeladen und zu dem Thema Filmsammlung befragt. Und nun, wie fällt Ihre Meinung dazu aus? Was ich habe, das habe ich und kann mir keiner mehr nehmen. Ja, ich glaube, das kommt ein Stück weit über meinen Vater. Ich würde sagen, weil ich es nicht anders da kenne. Jetzt ist es natürlich so, dort gab es noch nicht die Alternative Streaming. Und ich habe das aber so ein Stück weit übernommen und habe dann halt, war aber super selektiv. Also ich habe immer nur Filme, oder das mache ich auch heute noch so, ich kaufe eigentlich nur Filme auf Blu-ray jetzt, die ich auch wirklich haben will. Genauso bin ich eben ein Freund von physischen Medien. Aber ich meine damit zum Beispiel auch Fotos, wenn man diese sich nicht irgendwann mal ausdruckt, als Foto oder Leinwand an die Wand hängt oder sich ein Fotobuch zusammenstellt, dass man dann mal mit den Freunden und der Familie wieder durchblättert. Dann kann es durchaus sein, dass sie in der Versenkung verschwinden, irgendwo im Nirgendwo. Wo, die guckt man dann auch gar nicht mehr an. Also ich bin in den 90ern aufgewachsen, ich bin ein 90er-Kind und irgendwie gab es halt auch einfach damals keine andere Option, wenn man Filme und Serien gerne geguckt hat, früher waren es halt überwiegend Filme, dann musste man sich die entweder ausleihen oder aufnehmen auf dem Fernseher, im Kassettenrekorder damals noch, oder man ist in die Videothek gegangen und hat sich halt einfach seinen Film ausgeliehen. Ich denke, das ist einfach zu schulden aus dem Zeitalter, aus dem ich komme, dass das halt einfach damals so war, dass man kein Netflix hatte und kein Amazon Prime und keine Streaming-Dienste, sondern man halt wirklich hingehen musste und musste sich die Sachen ausleihen oder aufnehmen. Gleichzeitig finde ich es einfach schön, etwas Haptisches zu haben und etwas Physisches bei mir zu haben. Und ich habe die im Regal, ich habe die ausgestellt. Ich habe Collectors-Editionen, die ich halt einfach cool finde und wo ich dann Spaß daran habe, dass das etwas ist, was es nicht an jeder Ecke gibt. Und zeigt es dann auch Leuten, wenn die zu Besuch kommen oder so. Und das ist da einfach etwas, was mir gefällt, so ein gewisser Museumscharakter. Ich habe aber, wie gesagt, gerne was zu Hause. Speziell bei Filmen hatten wir in der Vergangenheit ja auch immer wieder das Thema, dass diese verschlimmbessert wurden vom Regisseur oder auch vom Produzenten. Und dann wurden Filme umgeschnitten, neue Effekte drauf gemacht oder nachsynchronisiert, um sie dem heutigen Zeitgeist anzupassen. Das kann dir natürlich nicht passieren. Irgendwie ist die Leidenschaft nie weggegangen, weil ich finde das einfach schön, wenn ich zu Hause in meine eigene Videothek gehe und kann mir meinen Film raussuchen, auf den ich halt heute gerade Lust habe und bin nicht drauf angewiesen auf Netflix oder Amazon oder Disney oder sonst irgendwas, sondern habe den halt einfach bei mir. Ich finde das irgendwie nice to have. Tatsächlich 4Ks kaufe ich mir dann nochmal selektiver. Dort schaue ich wirklich, habe ich diesen Mehrwert, bringt mir das etwas und ist das ein Film, der mir wichtig genug ist, diesen Film nochmal zu kaufen oder jetzt in der, ich sag mal, kostenintensiveren Variante?
wenn du den Film zu Hause in deiner Sammlung hast. Auch ist es so, dass bei den Streaming-Diensten irgendwann mal auch Lizenzen auslaufen können. Ja, das ist klar bei Amazon und Netflix zum Beispiel. Und dementsprechend hast du eben deine Filme zu Hause. Und wie gesagt, ich liebe einfach das physische Medium. Ich habe so oft Situationen, da will ich unbedingt einen spezifischen Film gucken. Und der läuft aber dann nicht auf den besagten Plattformen. Und dann sage ich, weißt du was, ich gehe jetzt mal in meine kleine Videothek und hole mir meine DVD daraus, weil mit Sicherheit habe ich ihn auf DVD, wenn ich ihn mag. Es hat sich halt nie abgeflacht, dieses Interesse. Für mich ist das schon immer so gewesen. Für mich ist das auch irgendwie so eine Bereicherung und auch irgendwie ein Hobby. Also alles, was ich mag, das hole ich mir dann auf DVD, ne? Damit ich es halt auch einfach da habe. Man darf nicht immer auf alles vertrauen. Irgendwann gibt es nicht mehr auf Netflix, deine Serie, die du gerne guckst. Und dann hast du gelitten. Und so gehst du halt einfach hin und guckst halt einfach deine Serie oder deinen Film. Naja, da gibt es so einen Typen, der macht tägliche Blu-ray-News, Vorbesteller-Tipps, Blu-ray-Neuheiten und auch Schnäppchen-Deals. Und da bin ich schon gezwungen, mir das Ganze anzugucken. Nee, Spaß beiseite. Aus Eigeninteresse gucke ich natürlich immer, was gibt es Neues an Ankündigungen, an Editionen. Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also im Grundlegenden ist es so, wenn ich einen Film oder eine Serie schon gesehen habe, die mir gefallen hat, dann hole ich sie mir zu 99% auf DVD oder auf Blu-ray. Ich wähle meine Filme tatsächlich so aus, dass ich mir überlege, ist das ein Film, den ich mehrmals schaue? Ist das ein Film, den ich besonders gerne habe? Dann kommt es auch nochmal auf die Varianten an, die verfügbar sind, wie kostenintensiv die sind. Wenn es jetzt etwas ist wie der Herr der Ringe, wo ich sage, boah, da muss ich unbedingt die Super Collectors Bonus Edition von haben, dann mache ich das. Bin natürlich auch gerne im Kino, wenn mir da ein Film gefallen hat, dann nehme ich den auch gerne auf in meine Sammlung, gucke mir dann aber natürlich an, was passiert so national bei uns auf dem Markt und auch international an 4K-Updates zum Beispiel oder auch ein paar schicke Editionen, die sich in der Sammlung ganz gut machen, speziell von Filmen, die einem da am Herzen liegen. Da kauft man als Filmliebhaber und Sammler natürlich die ein oder andere Edition mehr. Dann gibt es aber natürlich auch noch Situationen, zum Beispiel ein Klassiker, ich sag jetzt einfach mal, irgendwelche random Horrorfilme, die schon richtig alt sind, wie Halloween, die ich vielleicht in dem Fall dann noch nicht gesehen habe und auch nicht auf DVD habe, die es vielleicht aber sogar auf einer Streaming-Plattform gibt. Bei mir ist es dann so, ich kaufe mir die dann auf Blu-ray, ich enjoy die dann zu Hause und dann habe ich die gleich schon auf DVD. Das Prinzip muss man nicht so verstehen. Man kann eigentlich grundlegend sagen, alles, was ich schon gesehen habe und mir gefallen hat, kaufe ich mir auf Blu-ray oder auf DVD. Und alles, was ich noch nicht gesehen habe, aber in den meisten Fällen immer gut ankam und ich auch in meiner Sammlung noch nicht habe, kaufe ich mir auch auf Blu-ray oder auf DVD. Aber für mich ist wichtig, dass das ein Film ist, den ich gut finde oder der hoch angesehen ist, wo ich jetzt weiß, okay, den habe ich jetzt noch nie gesehen, aber den muss ich unbedingt demnächst mal schauen, weil der fehlt mir irgendwie noch in meiner gedanklichen Filmbibliothek. Und so könnte man sagen, sind auch mal Blind Buys dabei. Aber das passiert tatsächlich eher seltener und sind wenn Filme, wo ich weiß, dass die qualitativ hochwertig sind und mir bestimmten Mehrwert bringen. Es sind dann auch ab und zu mal ein paar Blindkäufe dabei, entweder auf Empfehlung aus der Community von Zuschauern, Abonnenten oder aber auch Kollegen oder im Zuge meiner Pfand für Movies Aktion. Da bringe ich dann immer so alle 3-4 Wochen mein Leergut zurück und für das Pfandgeld kaufe ich mir dann ein paar neue Filme und auch da sind dann ab und zu mal ein paar Blindkäufe mit dabei und wenn mir diese nicht gefallen, tja, dann schenke ich die entweder her oder verlose sie, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und was mir nicht gefällt, gefällt wiederum anderen und umgekehrt. Ich habe schon sehr oft DVDs gekauft, wo ich den Film vorher noch nicht gesehen habe. Ich habe da auch manchmal Situationen gehabt, da hat mir der Film dann nicht gefallen, dann habe ich es halt wieder verkauft, die DVD, weil dann brauche ich den Film auch nicht zu Hause, wenn er mir nicht gefallen hat. Aber im Großen und Ganzen habe ich sehr selten Fehler gemacht und habe somit immer meine Sammlung erweitert und hatte dann meinen Film, den ich gucken wollte, zu Hause.
Wenn man ein paar Jahre sammelt, dann hat man da natürlich viel Geld und auch Zeit investiert, aber natürlich auch viel Leidenschaft. Und dementsprechend, wenn man dann mal auf seine Sammlung guckt nach ein paar Jahren, dann weckt das natürlich ein paar Erinnerungen und auch Emotionen. Ich bin da schon so ein bisschen proud drauf, bin ich ehrlich. Also ich hatte die früher immer in Vitrinen stehen und mittlerweile habe ich zu eine Regale. Und immer wenn mich jemand neu besucht und ich dann die ganzen Regale aufmache, dann sind die erstmal so erschlagen und können es irgendwie gar nicht glauben. Und ich stehe dann immer so da und denke mir so, ja, das ist meine kleine Sammlung. Willkommen in meiner Videothek. Ich mag meine Filmsammlung sehr. Ich bin generell jemand, der gerne sammelt. Ich sammle ja auch Vinyl, also Platten. Und für mich ist das auch etwas, was dann wirklich ausgestellt wird, was ich schön hinstelle, was ich ab und zu umdekoriere. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich ein paar Filme aus meinen Kindheitstagen sehe, die ich zusammen damals mit meinem Bruder und Vater geguckt habe, die wir aus der Videothek ausgeliehen haben. Und dann sehe ich hier nochmal den Film, das Cover oder die Edition. Ja, dann weckt das diese Erinnerungen teilweise auch das Feeling, das wir damals hatten, als wir diese Filme zum ersten Mal erlebt haben. Da hängt natürlich einiges an Nostalgie dran. Dementsprechend hat so eine Filmsammlung natürlich einen sehr großen emotionalen Wert. Das ist natürlich klar. Ich sammle halt schon, seitdem ich ein Teenie bin. Für mich hat es einen sehr großen sentimentalen Wert, weil es irgendwie auch ja, ein Teil von mir ist. Es ist auch schon so ein Stück Erinnerung an meine Teenager-Jahre. Irgendwie ist es auch manchmal so, dass man einzelne DVDs mit Erinnerungen verknüpft, weil ich habe manche DVDs geschenkt bekommen oder weiß noch sogar Situationen, in denen ich mir die DVD gekauft habe oder dieses Boxset oder diese Steelbox. Gehört halt einfach irgendwie zu mir. Ihr seht es jetzt gerade nicht im Video, aber das ganze Zimmer hier ist voll mit Sammelartikeln und Sachen, die mir irgendwie wichtig sind und wo ich dann einfach Spaß daran habe, die hinzustellen, zu zeigen, mir anzuschauen. Und genau, das macht mir viel Freude. Weil das halt auch einfach so ein bisschen zu meinem Safe Place gehört. Dadurch, dass ich auch so eine Introvertierte bin, ist es für mich, ich komme nach Hause, ich mache meinen Schrank auf, da stehen meine ganzen DVDs drin und ich suche mir einen Film aus, ich setze mich gemütlich auf die Couch, hol mir Popcorn, mach mir was Heißes zu trinken und genieße meinen Film. Für mich ist das nicht nur ein Regal voll mit Filmen, sondern für mich ist das ein Gefühl. Ich sammle auch gerne von Filmen, die ich richtig mag, 2, 3, 4 Editionen, um dieses Gefallen, diese Leidenschaft da auch zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich dann nach Hause komme und ich gucke das ein oder andere an, dann zaubert mir das ein Lächeln aufs Gesicht, gibt mir ein gutes Gefühl und das ist doch natürlich etwas Schönes. Ich hatte zuletzt so einen Wasserschaden bei mir im Keller, natürlich genau da, wo meine Collection drin war und da hat man dann gemerkt, oh Schreck, ja, da ist jetzt das eine oder andere kaputt, ist natürlich sehr schade und auch irgendwo traurig, aber da merkt man dann auch, Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, denn es gibt nichts Wichtigeres im Leben als die Gesundheit und die Familie, aber gleich danach kommt dann schon die Filmsammlung. Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, nee, ich weiß, dass ich niemals damit aufhören wollen würde. Selbst wenn es noch 100 Streaming-Plattformen mehr gibt und selbst wenn die es kostenlos machen würden, ich würde trotzdem immer wieder weitersammeln. Ich hab einfach Spaß daran zu sammeln. Bestimmte Collectors-Editionen, die es vielleicht nicht mehr gibt, die ich dann irgendwie erst nachträglich entdeckt habe, wo ich sage, boah, die muss ich haben. Dann, ja, suche ich die halt und glaube das Internet durch, bis ich die dann halt habe. Und alleine dieser Prozess, dieses besondere Objekt dann zu bekommen, ist schon etwas, was mich daran reizt. Also ich sammle das, was ich möchte und was ich in meiner Sammlung haben will, nicht was mir die meisten Sympathien einbringt. Und wenn ich mich dazu entschließe, von einem Mediabook zum Beispiel, von einem Film, der mir richtig gut gefällt, noch ein drittes oder viertes Cover zu holen, dann mache ich das auch. Scheißegal, was andere Leute da von mir halten. Ich sag euch jetzt ein Beispiel. Stellt euch vor, ich sitze im Winter in meiner Wohnung, habe mir einen schönen Tee gemacht und möchte unbedingt Game of Thrones wieder anfangen zu gucken.
und dann gibt es nicht mehr auf Sky. Und dann sitze ich da an meinem schönen Wochenende, wohlverdient, und kann die Serie nicht gucken. Das geht gar nicht. Nee, Leute, ich würde damit niemals aufhören. Ich würde auch meine ganzen DVD-Sammlungen niemals auflösen, weil es einfach, wie ich schon vorher gesagt habe, für mich hat das einen sentimentalen Wert. Das gehört zu meinem Leben mittlerweile dazu. Jeder, der mich kennt, der weiß das. Und immer wieder, wenn ich andere höre, ach Mensch, es gibt's nicht mehr auf Netflix, jetzt kann ich es nicht mehr gucken, da denke ich mir so, Leute, da gibt's eine ganz einfache Möglichkeit, ne? Wenn ich dann höre, dass manche gar keinen DVD-Player haben, also sorry, da weiß ich halt auch nicht, ne? Und dann natürlich der Vollständigkeit halber, klar gibt es Regisseure, die es einem einfach machen, wie Damien Chazelle beispielsweise, da alle Filme zu haben, ist noch übersichtlich, Christopher Nolan auch, aber da gibt es ja ganz andere Kaliber und da gibt es noch viel zu tun, aber gleichzeitig will ich nicht einfach blind hinlaufen und sagen, okay, ich kaufe jetzt einfach alle Filme, sondern so peu à peu. Ich bin ja auch jemand, der Spaß hat am Gebrauchmarkt und dementsprechend, das bleibt ja sowieso nie stehen. Von daher, ich glaube nicht, dass ich jemals aufhöre zu sammeln. Es hat sich sowieso ein bisschen geändert. Der Wind in der Sammlerszene, das war früher nicht so, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, als ich zum Beispiel noch die ganzen Kimchi-DVD-Fullslips und auch Bluefans gesammelt habe. Da ist auch keiner angekommen und hat gesagt, boah, du hast doch schon genügend davon in deiner Sammlung, wie viel willst du denn noch kaufen? Oder ja, du hast mir jetzt hier die Edition von der Nase weggekauft, obwohl du doch schon so viel hast von diesem Film zum Beispiel. Im Gegenteil, da hat man sich darüber gefreut, dass man so eins ergattern konnte, auch für den anderen gefreut und hat gesagt, Glückwunsch, die Dinger waren heiß begehrt, 300 weltweit. Ja, und wie gesagt, da wäre nie einer irgendwie auf die Idee gekommen, mal sowas zu sagen. Aber so ist es nun mal, die Zeiten ändern sich. Ich persönlich lass mir da aber den Spaß am Sammeln nicht vermiesen und sammeln da immer noch gerne und mit Leidenschaft das, was ich will. Und dementsprechend ist da Nette noch lange nicht in Sicht. Vielleicht ist man irgendwann dazu gezwungen, weil es einem gesundheitlich zerbröselt. Das kann natürlich sein, deswegen sagt niemals nie, aber aktuell ist es überhaupt kein Thema. Vielleicht gibt es irgendwann auch gar keine DVDs mehr. Kann natürlich auch sein. Ich hoffe natürlich nicht. Aber ich für meinen Teil, ich werde erstmal nicht damit aufhören. Nun, was bleibt noch zu sagen? Ihr merkt es sicherlich. Eine Filmsammlung wird immer etwas Besonderes und Persönliches bleiben. Ich denke, wir werden noch sehr lange unsere Freude an physischen Datenträgern haben. Denn die Begeisterung zum Sammeln bleibt. Das war mein Special zum Thema Faszination Filmsammlung und ich hoffe, es hat euch gefallen. Nun möchte ich natürlich ein großes Dankeschön an meine YouTuber-Kollegen und Kolleginnen aussprechen. Vielen Dank an Cinemanuel, an Stormy Nights und an Content HQ. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Danke, dass ihr mitgemacht und eure Leidenschaft hier geteilt habt. Natürlich an dieser Stelle gibt es eine klare Empfehlung an euch alle, bei den dreien auf ihren Kanälen vorbeizuschauen. Dort findet ihr Reviews zu Filmen und Serien, Unboxing zu aktuellen Veröffentlichungen sowie mehr Videos zum Thema Sammeln. Die Links zu den einzelnen Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt möchte ich nun von euch wissen, was denkt ihr zu dem Thema Filmsammlung? Wie entscheidet ihr, welche Filme in die Sammlung kommen und welche nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Discflüsterer.